Kinder, das Neueste zuerst. Die Schule ist abgebrannt. Der Unterricht fällt aus. Edge, April, April, zu früh gefreit. Also Kinder, ihr habt dem Trax ja sowieso nicht geglaubt. Weil ihr könnt ja mitdenken, oder? Warum habt ihr ihm denn nicht geglaubt? Ja, du hast völlig recht. Er ist in einem Schulzimmer gesessen. Wenn die Schule abgebrannt wäre, hätte der Trax ja gar nicht dort sitzen können. Aber Trax, die Idee war jetzt nicht so schlecht. Ja, und ich möchte bei unserer bereits fünften Trax-Show, die heute am 1. April stattfindet, auch wieder alle Zuseher von Okto begrüßen und hoffe, dass das, was wir für unsere Kinder der 1B-Klasse hier machen, auch euch ein bisschen beim Lernen unterstützen kann. Unser Programm hat wieder einiges zu bieten. Beginnen wollen wir heute mit Deutsch. Und ein bisschen ein Nachteil für die Zuseher von Okto ist natürlich, dass ihr dieses Buch nicht habt. Außer ihr habt zufällig bei euch in der Schule auch den Pino. Wir nehmen uns jetzt mal auf jeden Fall den Pino zur Hand auf Seite 85. Das ist diese Seite. Und ein paar von euch kennen das Bild da unten. Ich weiß, du weißt es schon. Wir haben schon einmal von der Jahresuhr gesprochen. Und heute und auch ein bisschen später geht es auch ein bisschen um die Jahreszeiten und auch in der Geschichte, die ich jetzt mit dir gemeinsam lesen werde. Dein Buch liegt mittlerweile längst schon vor dir. Du hast die Zeit genützt. Ich kann daher gleich mit dem Lesen beginnen. Jahreszeiten. Pino ist sehr gerne draußen. Ich auch. Halt den Schnabel, du frecher Vogel. Jetzt kann ich neu anfangen. Pino ist sehr gerne draußen. Er mag die Natur im Frühling, im Sommer, im Herbst und im Winter. Den Winter habe ich am liebsten, wenn's Schnee gibt. Aus, Trax. Sonst kommst du in die Ecke. So, Trax, und jetzt störst du mich bitte mal nicht mehr. Liebe Kinder, ich fang nur wegen diesem dummen Vogel nochmal an. Ha, jetzt kann er mich mal gerne haben. Jahreszeiten. Pino ist sehr gerne draußen. Er mag die Natur im Frühling, im Sommer, im Herbst und im Winter. Im Frühling will er draußen Blumen pflücken. Am liebsten geht er dann barfuß im Gras. Im Sommer will er draußen Roller fahren. Im Herbst mag er es besonders, wenn draußen das Laub bunt und dann braun wird. Dann sammelt er oft Kastanien und hüpft in Laubhaufen herum. Im Winter will er draußen Eis laufen und dann heißen Tee trinken. Ja, Mathematik beschäftigt uns heute auch natürlich und wieder mit der Zehnerüberschreitung beim Plusrechnen. Letztes Mal habe ich dir schon gezeigt, dass sich das 20er-Feld auch so auflegen lässt. Heute nur mal wirklich ganz zur Sicherheit, damit ihr es wirklich alle gut versteht, das Ganze im Vergleich. Mit einer einfachen Rechnung, und zwar 9 plus 7. Und diese Rechnung wollen wir jetzt in beiden 20er-Feldern
oder hier oben könnte man sagen im 20er Streifen auflegen. Wir beginnen bei der alten Version und ich lege jetzt mal ganz schnell 9 blaue auf, damit die Sendezeit nicht so schnell vergeht. Das Ganze mache ich auch oben. 9 blaue. 8. Jetzt sind es 9. 7 rote dazu. Und ihr wisst schon, wir machen zuerst einen 10er voll und gehen dann in die nächste Zeile. Mit insgesamt 7 roten. Wenn oben schon ein roter liegt, wie viele rote müssen dann in die untere Zeile? Richtig, nur mehr 6. Und hier liegen sie. Das gleiche im 20er Streifen. 1. Und hier siehst du dann, dass es wirklich der Reihe nach nur die 7 aufzulegen gilt. Und jetzt schauen wir uns das Ergebnis an. Das ist ein ganzer Zehner. Und hier kommen noch 5 plus 1, also 6 dazu, sind 16. Und das sollte unten bei der zweiten Möglichkeit das gleiche ergeben. Schauen wir mal nach. Obere Reihe 10, untere Reihe 5 plus 1 sind 6, daher 16. Probier es zu Hause mit einem Blatt Papier aus, mach dir so einen Streifen, den kann man ganz toll zeichnen, mit Lineal natürlich, dass er schön aussieht. Und dann, entweder du zeichnest mit Buntstift hinein oder du machst dir selber kleine rote und blaue Plättchen, falls du die aus der Schule nicht mit zu Hause hast. In diesem Sinne, fleißig weiter üben, Mathematik ist eine coole Sache. Ja, liebe Kinder, nach Mathematik steht heute mal wieder Musik am Programm. Juhu, ich darf singen! Nein, Trax, das kann ich unseren Kindern und Zusehern nicht antun. Schade! Heute geht's um Rhythmus. Und du zu Hause suchst dir jetzt etwas, worauf du trommeln kannst. Ich habe hier meine Bongos. Und die Sache ist ganz einfach. Wenn ich einen Rhythmus vortrommle, hörst du dir mal ein bisschen zu und dann machst du einfach mit. Aber pass auf, dass die Nachbarn nicht gestört werden. So, das war jetzt mal leicht, aber jetzt machen wir es mit Mitzählen. Du darfst auch laut mitzählen, und zwar zählen wir immer von 1 bis 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 1, 1, 1. Zum Abschluss ein Rhythmus, der ganz was Tolles ist. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 1, 1, 1, 1. So, und wenn deine Nachbarn jetzt noch schlafen, dann haben sie gute Wattebauschen in den Ohren. Das war's für heute mit Musik oder genauer gesagt mit Rhythmus. Weiter geht's mit
Sachunterricht. Also, kurze Wiederholung der Robin. Trax. Schau mich nicht so an. Mal schauen, was du über die Robben noch weißt. Lieber Trax, wo mussten denn Robben früher Kunststücke machen? Das ist doch ganz klar im Zirkus. Wow, Trax, du hast gut aufgepasst letztes Mal. Weißt du vielleicht noch mehr? Was sind eigentlich Robben? Sind das Fische? Sie haben ja Flossen und sie schwimmen im Wasser. Natürlich nicht. Robben sind Säugetiere und eigentlich Raubtiere. Und die Flossen, die haben sie deswegen, weil das sind eigentlich ihre Füße. Und dass sie besser schwimmen können, haben sie die Flossen. Trax, jetzt bin ich aber ganz weg. So gut, wie du letztes Mal aufgepasst hast. Nicht wahr? Jetzt schaust du aber dumm, Herr Lehrer Richard. Sei nicht so frech, du vorlauter Vogel. Wir wollen den Kindern jetzt natürlich auch wieder was Neues zeigen. Und zwar diesmal nichts über Tiere allgemein oder über ein spezielles Tier, sondern über den Frühling, der ja eigentlich schon bei uns angekommen ist. Tja, und wir sind mitten im Frühling angelangt, seit dem Samstag. Und das heißt, die Pflanzen beginnen auszutreiben, Blätter zu bekommen, grüne Blätter wieder, weil über den Winter waren ja alle Blätter heruntergefallen. Es werden auch Blüten sich entwickeln und aus den Blüten werden, aus den Knospen werden dann vor allem die Blüten und aus den Blüten werden bei manchen Bäumen dann später Früchte, so wie bei den Apfelbäumen, bei den Marillenbäumen und die Blumen natürlich in bunten Farben kommen jetzt auch im Frühling wieder aus ihrem Winterschlaf tief im Erdboden. Die Tiere bekommen im Frühling zum großen Teil ihre Jungen. Wir sehen hier Schwäne, junge Küken, gerade aus dem Ei geschlüpft, könnte man sagen. Hier sehen wir eine junge Gämse oder Gans, ein Tier, das in den Alpen lebt. Ein Wildschwein mit Frischlingen. Seht ihr die kleinen gestreiften Frischlinge gut? Auch die Hirsche bekommen ihre Jungtiere und ihr seht ihr gleich zwei so kleine Hirschkälber, die bei den Mamas trinken wollen. Auch Hunde, also unsere Haustiere, unsere Lieblingshaustiere, bekommen gerne im Frühjahr die Babys. Ein junger Fischotter, dem schmeckt's ganz gewaltig offensichtlich. Auch die Esel mit ihren langen Ohren bekommen die Jungen und die haben wir schon wieder ein kleines Eselsfohlen, das trinkt. Ja, man soll's nicht glauben, auch die wilden Tiere in Afrika, so wie hier ein Nashorn, bekommen eher im Frühjahr die Jungtiere. Tiger genauso. Hier ganz besondere Tiger, weiße Tiger, ganz was Seltenes. Kennt ihr das? Das Kleine sind die Babys von Mangusten. Das sind mit den Katzen verwandte Tiere. Und da haben wir schon kleine Kätzchen. Im Frühjahr gibt es natürlich immer viele Kätzchen und die sind sehr verspielt. Auch verspielt ist ein junges Luchskätzchen, das hier von der Mama allerdings ganz resolut am Kragen gepackt wird. Kaninchen oder Hasen bekommen auch im Frühjahr ihre Jungen. Hier haben wir Mama mit Kaninchen.
und hier haben wir zwei Babys. Ja, und damit haben wir unseren Bildrückblick durch das Frühjahr schon hinter uns. Ja, und nach diesem Film siehst du jetzt zunächst einmal ein paar Bilder von unseren fleißigen Kindern der 1b und im Anschluss daran zeigt dir unser Sportlehrer Alexander Böhm ein paar ganz tolle neue Turnübungen. Ganz wichtig, Schulterkreisen. Ein Arm auf die Seite, Oberarm in Schulterhöhe, anderer Arm auch in Schulterhöhe und dann zeigt hinauf bei der anderen Seite hinunter. Dann langsam wechseln. Wechseln. Wenn das gut geht, ein bisschen schwieriger, ein Bein heben. Ein Wechsel, zwei Wechsel, dann andere Seite rauf, eins, zwei, Wechsel, eins, zwei und nächste Übung, der Frosch. Du gehst in die Hocke hinunter, schaust, dass deine Knie nicht über die Zehenspitzen gehen, mit dem Hintern hinuntersetzen, dann in die Höhe springen, wieder hinunter. Wiederum aufpassen, dass die Knie nicht über den Zehenspitzen gehen. Und dann fliegen fangen. Hopp und klatschen. Hopp, klatschen. Hopp und fangen. Hopp und aufschütteln. Also, ich präsentiere euch heute den Kranich. Als erster muss man mit einem abgewinkelten Knie rauf, dann nach vorne und dann ganz langsam zurück. Und dann muss man das Knie abwinkeln und nach 1-2 Sekunden dann absetzen. Das Ganze auch mit links. Also 1 rauf, 2 nach vorne, dann 3 rüber, dann 4 abwinkeln und 5 absetzen. Hallo Kinder, ihr seht, ich bin in einer ganz anderen Umgebung. Und noch eine Überraschung, es gibt einen Gaststar, Claudia Schiffer. Nee, natürlich nicht Claudia Schiffer, unsere Frau Lehrerin Claudia, das ist ja auch viel, viel besser. Hallo meine Lieben, lang habe ich euch nicht gesehen, ich vermisse euch. Wir wollten ja heuer gemeinsam Osternester basteln. Und jetzt habe ich mir gedacht, wir machen das auf diesem Weg gemeinsam und ich lade dich herzlich ein Osternest mit mir zu basteln. Wir brauchen dafür eine Schere, einen Kleber und auch ein paar Stifte und ein Blatt Papier. Und schon kann es losgehen. So könnte unser Osternest aussehen und hier gibt es auch eine Vorlage, die du in diesem Fall aber heute selber machen darfst. Du brauchst ein Blatt Papier und damit du ein schönes Viereck bekommen kannst, kannst du dir ein bisschen helfen und das im Quadrat auch falten und dir eine Linie zeichnen und diese Linie auch abschneiden. Jetzt hast du ein Viereck. Das sind die Strichen, wo du dann falten darfst. Dasselbe machst du auch an den anderen Seiten. Das sieht dann so aus. Um das Ganze auch kleben zu können, brauchen wir hier 4 Kerben. Diese Kerben zeichnest du dir mit dem Stift nach, indem du eine dieser Ecken fest linierst und ein kleines V draus machst. Das machst du an allen 4 Seiten. Darfst du die strichlierten Linien falten? Entlang der Linie faltest du das Papier.
Eins, zwei, drei, vier. Nun nimmst du die Schere zur Hand und schneidest diese Kerben einfach aus. Jetzt hast du hier dazwischen die Abstände, die du brauchst. Bevor du es aber klebst, darfst du es auch anmalen. Ich bin mir sicher, dass dir selbst ganz schöne Muster dafür einfallen. Sag mal, Basteltante Claudia, wieso ist da kein Hase drauf? Ein Osterhasen zu zeichnen ist ja gar nicht so einfach. So, jetzt brauchst du den Kleber. Auf die vier Ecken gibst du dir den Kleber. Und jetzt gibst du die Seite mit dem Kleber nach innen in dein Nest. Und auch auf der anderen Seite. Genau so. Um es besser halten zu können, empfehle ich dir auch noch einen Henkel zu machen. Du hast ja noch ein Stück vom Papier. Mal dir einen schönen Streifen, mal dir schönes Muster drauf und schneide aus. Ganz wichtig ist es bei deinem Henkel, den Kleber innen zu kleben, damit du dir dein schönes Bild nicht verdeckst. Und fertig ist dein Osternest. Ich wünsche dir eine ganz schöne Osterzeit und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ja, und nach dieser kleinen Osterbasteleinheit vergiss auch heute deine Bewegungseinheit nicht. Lass dich nicht von einem Spaziergang im Park abhalten, auch wenn es mal nicht so warm sein sollte. Es gibt kein schlechtes Wetter, nur unpassende Bekleidung. Wow, Trax der Wetterrabe? Nun, damit ist die Trax-Show Nummer 5. Was? So viele schon? Ja, Trax, wir sind ja fleißig. Also, damit ist die Trax-Show Nummer 5. Und die nächste ist die Nummer 6. Also, damit ist die Trax-Show Nummer 5 auch schon wieder vorbei, bye, bye. Aber heute ist nicht alle Tage, Trax kommt wieder, keine Frage.